Das andere hätte ich aber gerne drinnen. Ja, warte mal. Tada! Speicher. Juhu, ich habe eine Kiste in meinem Ding stehen. Eine Schatztruhe. Also das Haus ist noch relativ leer. Ich habe noch nicht so viel Mobiliar. Leider. Voller Gold, ja. Und Juwelen. Hier oben habe ich dann auch noch einen Raum. Da ist meine Schatztruhe jetzt. Und hier ist meine Lagertruhe. Sehr schön. Und... ah, hier sind auch meine Jahresgeschenke. Die brauche ich nämlich. Oh. Das hätte ich einmal gerne da drin. Das hätte ich einmal gerne da drin. Das hätte ich einmal gerne da drin. So, die sind dann nämlich für meine anderen Chance dann irgendwann. Können die sich damit voll packen. Die Farbe kann auch erstmal da rein. So. Was ich jetzt aber einmal rausnehme, ist das Dreijahresgeschenk. Darauf hinzufügen. 100 Münzen. Wie teuer wären die denn? Ach du gute. Okay, so viel habe ich nicht. Teuer wären... Inventarfelder werden... 325. Okay, komm. Machst du. Juhu, ich habe mehr Inventarplatz. Etwas mehr zumindest. So. So, jetzt habe ich hier einmal den Schlüssel. Und mit den Schlüsseln müsste ich jetzt ja eigentlich diese Truhen aufkriegen, ne? Anwenden. Ja. Puh, Gott. Was war das denn? Ui, ich habe neue Aschepartikel bekommen. Wie geil. Okay, was haben wir hier? Geflochtenes silbernes Armband. Wird ein Zauber zu. Huch. Wird es eben also. Okay. Also, wenn ich das entzaubere, kriege ich 45 Aschepartikel. Okay, das Bett will ich aber natürlich nicht entzaubern. Das Bett ist halt, ne? Warte. Das Bett, das Bett, das Bett, das Bett. Wo packen wir denn das Bett einmal hin? Wand, 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 Maria, Wand, Truhe. Warte. Will ich denn mein Bett hin haben? Speichern. Hübsch. Wirklich hübsch. Okay. Und dann habe ich ja noch ein. Anwenden. Stiefel des Hinschar. Okay, das Schwert kann ich zwar nicht gebrauchen.
Kann ich aber dann auch wieder umwandeln. Und ich habe Zierwerk erhalten. Uhuhuhu. Zierwerk. Okay. So, das kann erstmal hier in die andere Truhe. Da kommt mal ganzes hier weg. So. Muss ich nur noch gucken, wie ich das entzaubern kann. Falls das einer weiß, kann mir das auch gerne jemand sagen. Ansonsten muss ich erstmal schauen, wie das funktioniert. So, und hier ist jetzt auch so ein Ausgrabungsort. Aha. Draußen steht dann auch wieder was. Ich bin wieder mal im Lurk. Mach das, Masaki. Viel Spaß im Lurk. So. Gut, dann können wir jetzt einmal nach Bre reisen. Weil das Gute ist, von diesen Aschenpartikeln können wir uns diese prachtvollen Steine da holen. Mit den prachtvollen Steinen können wir nämlich auch dazu, können wir nämlich auch Mounts holen. Habe ich ja nur nicht noch entdeckt. Und das will ich unbedingt haben. Muss ich nur noch mal gucken, wo das ging. Aber wenigstens habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Platz. Vorratshändler. Ja, prächtige Stücke des Glanzes. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Kaufen. Nee. Hallo, Tauschen. kann ich euch irgendwie behilflich sein? 1000 Prachtstücke des Glanzes. Wie viele brauche ich für das Mount? Wahrscheinlich zu viel, aber. Bett des webenden Holzes. Ah, danke. Zum Beispiel die Dinger zu. Okay. 5000? 5000, okay. Wir brauchen 5000 von den Dingern. Und 1000 können wir jetzt schon kriegen. Oder? Kann jetzt Gegenstand zu erhalten, der Gegenstand, ja. So. Das Stück des Glanzes. Sehr, sehr geil. Ich habe seit Tagen nicht geschlafen. Aber wie kriege ich es jetzt hin? Dafür brauche ich die Dinger, um die zu entzaubern. Oder? Ihr kennt euch mit diesem Gegenstand nicht aus. Okay, aber irgendwas muss ich dafür vorher noch lernen. Nee, okay. Wollt ihr wirklich dieses Objekt? Ja. Okay. Ah, okay. Ich verstehe. Das ist sehr cool. So, und wie viel haben wir jetzt wieder? 170 von 10.000. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Wir brauchen 1000, um die einzutauschen. Okay. Was denn? Das ist halt eine einfache Art, wie ich an meine Dinge rankomme. Das ist einer aus meiner anderen Gilde. Also nicht aus meiner Gilde, aber in der Gilde, in der ich auch drin rumhocke. Ich grüße euch. So, habe ich das ja schon umge... Ja, habe ich schon umgetauscht.
So. Das kann alles zerstört werden. So, jetzt können wir uns wieder auf die Quest konzentrieren. Ich werde meine PC wechseln, bis gleich. Mach das mal, Papa, bis gleich. So, wir sollen also mit Streicher sprechen. Mit Streicherleinchen. Na, hier habe ich dann auch noch was. Okay, das ist nur dieses eine Getränk. Das ist gut. Also Gegenstandsabnutzung. Schrönig bezwingert hatten 30 Minuten. So. Huch, nee, wir sollten zu Streicher. Streicher ist hier. Tür zu Streicherzimmer ist verschlossen, okay. Schon wieder verlaufen. Ach, da. Wie kann ich zu Diensten sein? Oh, ihr seid ja schon wieder. Dann seid ihr ja schon wieder. Ich war gerade so beschäftigt, dass ich euch nicht sofort gesehen habe. Aber hier kriegt man einfach nie seine Ruhe. Wenn ich das so sagen darf. Ich hatte schon Angst, dass er mein Bier sauer werden lässt, weil ich Herrn Unterberg und seine Freunde mit diesem Waldläufer habe fortgehen lassen. Der wer? Oh, na, das war Herr Gandalf. Ja, natürlich. Man sagt, er ist ein Zauberer oder sowas. Und ich wage sogar zu behaupten, dass da etwas dran sein könnte. Denn mein Bier hat noch nie besser geschmeckt. Er schien sehr zufrieden zu sein. Verzeiht, aber wenn ich erst einmal ins Reden gerate, finde ich leicht kein Ende. Gandalf hat mich gebeten, jeden, der nach Streicher fragt, zu ihm in sein Zimmer zu schicken. Es liegt oben im ersten Stock, direkt hinter Streichers Zimmer. Da, wo wir eben sogar schon waren. Nicht hier. Nämlich hier. Hallo, Gandalf. Warum stört ihr mich? Ihr habt euch entweder verlaufen oder kommt aus einem ganz bestimmten Grund zu mir. Euer Blick verrät mir, dass es das Letztere ist. Obwohl ich auch spüre, dass ihr eigentlich jemand anderen sucht. Streicher vielleicht? Dann sind wir beide zu spät gekommen. Unser gemeinsamer Freund ist bereits gegangen und hat eine schreckliche Last mitgenommen. Ich bin Gandalf der Graue, ein Freund vom Streicher. Wenn er euch mit einer Aufgabe fortgeschickt hat, dann war diese gewisslich weniger dringlich als seine eigene. Erzählt mir eure Geschichte und ich werde ihm dann berichten. Angmer erhebt sich also? Das sind schlechte Neuigkeiten, die mich jedoch nicht überraschen. Ich kann jedoch meine eigene Aufgabe nicht vernachlässigen, da von ihr das Schicksal Mittelerdes abhängt. Diese schwere Aufgabe lade ich euch auf, im Namen der freien Völker von Mittelerde. Verteilt die Pläne des Hexenkönigs, vereitelt die Pläne des Hexenkönigs. Nach Osten oder Norden, ich wünsche euch viel Glück, wohin euer Weg auch führen mag. Lebt wohl. Ich benötige eure Hilfe. Ihr habt den Breeländern viel Gutes getan, aber der Schatten Angmars verbreitet sich überall. Von Gwaihir, dem Herrn der Winde, habe ich erfahren, dass ein anderes Mitglied meines Ordens in den einsamen Ländern östlich von Bree auf Spuren der Verderbtheit gestoßen ist. Dies könnte sogar etwas mit den Gefahren zu tun haben, denen ihr beim großen Hügelgrab begegnet seid. Leider wandert Radagast viel mehr umher und ist schwerer zu finden. Ich möchte euch bitten, euch die Hilfe der Waldläufer zu sichern, seinen Aufenthaltsort herauszufinden. Hier in Breeland gibt es einen Seradan, der euch helfen kann. Belasst Bree durch das Westtor und geht auf dem Grünweg nach Norden. Sucht nach Seradan in seiner Hütte auf der Ostseite des Grünwegs gegenüber von Dornlachs Baustelle auf.
Buch 2, ah ja. Warum stört ihr mich? Der Weg zum einsamen Berg. Nee, das machen wir nicht. Da werden wir, glaube ich, meine ich sofort nach Bruchteil geportet und das will ich noch nicht. Ich will nicht direkt nach Bruchteil. Muss in die Richtung. So, aber einmal müsst ihr noch in die Hügelgräber höhen, definitiv. Ach, da hinten ist schon was. Das mache ich gleich. Das machen wir dann später. Und Brenner Schragen. Beladen von Bingo Boffen auch erstmal noch nicht. Einleitung. Als aber lande auch noch nicht. Vakarius, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. Wie geht es dir? So. Das haben wir dann soweit erstmal. Wie wir auch Begleiter haben. Ja, doch. Doch. Muss ja, ne? Wobei ich mir heute endlich mein neues Pferdchen holen konnte, wofür ich so leicht gespart habe. Also jetzt geht's mir super. Jetzt, nachdem ich mein Pferdchen habe. Warte mal, hab ich noch? Prüfer. Nee, da nicht. Das lohnt noch nicht. Da sammeln wir noch ein bisschen für. So, und jetzt gleich noch einmal in die Hügelgräber höhen. Dann müssen wir ja noch die Quest für den Geist erledigen. Und dann können wir uns endlich in andere Gefilde aufmachen. Also endlich in den Westen. Beziehungsweise so, dass wir hier Westen sein, ne? Party. Ja, Hügelgräber jetzt. Hab ich eigentlich jetzt Vorteile? Nee. Ich frag mich immer noch, wie man diese Schicksalspunkte bekommt. Kommt man die durch Level-Ups? Ich weiß es noch nicht genau. Sieht Breland ja schon ziemlich groß, bis gefühlt eine halbe Ewigkeit dort. Ja. Ist das, glaube ich, schon der dritte Stream? Nee, vierte. Vierte Stream. Wo wir hier durchwandern. Also, es ist echt schon riesig. Ich glaube, für die Eret Luin, die habe ich fast an einem Tag fertig gemacht. Da haben dann, glaube ich, am Ende nur noch 2-3 Stunden gefehlt. Auenland ging eigentlich auch recht fix, aber Breland sieht sich echt. Aber ich finde das Brillant schön. Allein wegen Tom Bombadil. So, Herr Geist. Wo laufen Sie rum? Geist? Kann das Viech nicht einfach mal an Ort und Stelle bleiben? Da, wo man es auch findet?
Auge. Streunender Schatten. Sieht jemand den streunenden Schatten? Turmt der denn schon wieder rum? Da ist man einmal nicht in den Hügel krabberhöht und schon findet man den gar nicht mehr. Schatten. Da! Da ist er. Und hallo Bargest. Wie wiegt den Knochenmann? Gott, wo war denn der Knochenmann nochmal? Oh, da hinten. Habe ich hier noch eine Bezwingertat? Ich habe ja gerade noch das Buff-Dingen da. Bin ich das hier? Ja. Bargest. Römer, Spinnen, Zipperkörper. Die Hügelgräberhöhen. Bis Gortat. Brauchen wir auch noch. Sicher fliegen Orks und Briganten. Okay, ja, dann können wir zumindest die Bargesten einmal niedermachen. Sollten ja hier noch genug auf dem Weg rumschwirren. So lange wie es noch ist, nutzen wir das auch. Fähigkeiten, Taten, näher. 48 Minuten haben wir noch. Bin da wir noch. Ich. Autsch. Sämtliche Knochen gebrochen. Nicht die Mama mit Pfanne um sich schlägt. Nicht die Mama, nicht die Mama. Oh, auf die Dinos hätte ich echt mal wieder Bock. Ich glaube, wir besitzen sogar alle Staffeln. Die haben sie zumindest bei uns im Regal stehen. Müssten eigentlich alle Folgen sein. Gurkensalat. Oh, da krieg ich schon wieder Hunger. Bitte nicht von Essen reden. Ich habe heute nur zwei Brötchen gegessen. Und ich weiß noch nicht, was ich heute Abend esse. Beziehungsweise wir. Lass mal meine kurze Mokistore eintauschen. Echt? Ich glaube, dafür habe ich gar keine Codes mehr. Ich will nachher auf jeden Fall noch dieses beim Herbst-Event da, also beim Erntefest, einmal vorbeischauen. Kriegt man hier die Quest für den Dungeon? Warte mal. Guck einfach mal. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Ja, Gefährtengruppe. Ja. Okay. Ja, da gehe ich noch nicht rein. Ich war einmal drin. Ich gehe da nicht nochmal rein, nicht alleine. Ich nehme da ganz, ganz weit Abstand von. Das Ding ist böse. Ganz böse. Das mache ich irgendwann mal. Irgendwann. Wenn Hybrid soweit ist. Habe bei einem anderen Streamer 5 Euro gewonnen. Und heute die Codes für Wasserschlacht und ewiger Sommerkostüm bekommen. Oh, das ist cool. Wasserschlacht habe ich auch.
Bei dem Kostüm weiß ich es tatsächlich gar nicht. Also nächstes Jahr. Ey, sag das nicht, sag das nicht. Ich habe ja die Hoffnung. Ansonsten, Mappa, gehen wir halt rein. Mit Kaya. Dann schleifen wir Kaya halt mit rein. Er meinte ja vorhin, wir rocken die Ini. Oder er rockt die Ini, oder, ne? Wir mit ihm. Wer große Töne spuckt, kann es einmal beweisen. Das Schlimmste ist, scheiße, ich bin Heiler, ich muss euch heilen. Nee, ich will doch nicht. Ich gehe dann wieder. Ich laufe ja als Heiler rum. Scheiße. Das habe ich jetzt total vergessen. Das könnte, glaube ich, nicht ganz so gut werden. Wobei, Mappa, du kannst dich darauf einstellen. Dich lasse ich leben. Kaya lasse ich wahrscheinlich verrecken, weil ich es nicht hinkriege. Und das ist doch nicht mehr böse gemeint. Das ist echt nicht böse gemeint. Ich bin einfach ein schlechter Heiler. Unerfahren. Unerfahrener Heiler. Wir sagen unerfahren. Schlecht ist ein wirklich sehr großes Wort. Unerfahrener Heiler. Weil ich sagen muss, bisher komme ich mit der Klasse klar. Ich bin nur einmal gestorben bisher. Und das ist gut. Das ist echt gut. Tötet mich nicht. Ich will nur zu meinem Hügelgrab eisen. Danke. Wie viel brauche ich von euch Viechern noch? 26 von 60. Es würde sich eigentlich schon fast lohnen, noch mal ins Auenland zu gehen. Die Bezwingertaten zu machen, ne? Weil ich glaube, das mache ich heute Abend. Mache ich, glaube ich, heute Abend. Auf Stream. Ja, morgen fahren wir erst gegen Mittag, glaube ich, los. Wenn wir denn fahren. Ich weiß nur noch nicht, ob Sonntag ein Stream kommt. Das kann ich euch leider noch nicht genau sagen. Weil ich noch nicht weiß, wie fit ich bin. Ob Frutas mich nicht vielleicht angesteckt hat. Oder wann wir zu Hause sind. Wenn wir fahren sollten. Kann ich euch dann leider eher spontan sagen, ob ein Stream stattfindet. Ansonsten am Montag. Doch, Montag. Montag ist definitiv Stream. Da ist dann auch wieder Lotto. War nur Lotto. Ah, das haben wir. Für 800.000 Cat, was kann ich mir ein Spiel wünschen? Wie oft ist das denn passiert? Bisher noch gar nicht, aber es ist auch noch recht frisch. Also ich glaube, überarbeitet habe ich das vor 1,5 Monaten ungefähr. Weil irgendwann die Frage kam, ja, für was soll ich das sparen? Das sind alles so niedrige Preise. Also, ne, so niedrige Ausgaben. Da habe ich gesagt, gut, okay, wenn es wirklich mal was Höheres sein soll, dann suche ich mir dabei was aus, was man da machen kann. Was halt auch nicht oft passieren kann, wo man sich aber drauf freuen kann, wenn man es hat. Da dachte ich, ey, komm, das passt doch. Deswegen, ne? Wer es möchte, kann so lange sparen. Ansonsten gibt es auch immer wieder Umfragen und da können Wunschspiele auch geäußert werden. Wenn man nicht so lange, nicht so viel sparen möchte. Die Möglichkeit gibt es auch. Bei der letzten Umfrage kam... Oh Gott, was war es nochmal? Fallout New Vegas. Muss ich auch noch weiterspielen. Aber da mir das Spiel die letzten Mal abgestürzt ist, habe ich dazu Zeit keine Lust, das weiterzuspielen. Ich hasse Spiele, die mir abstürzen. Zumindest immer in so ungünstigen Augenblicken. Ich glaube, beim letzten Mal bin ich da irgendwie auf so einer Treppe stecken geblieben. Und das mal davor mitten im Kampf. Das war sehr schön. Kaya, mit oder ohne Glöckchen? Dann spare ich mal. Mach das! Mach das! Würde mich freuen, wenn es genutzt wird. Mit natürlich, okay. Ja,
natürlich. So. Öhrchen sind dran. Kann ich auch einmal hier meine Haare lüften. Jetzt klippert das erstmal wieder so schön. Ich brauche unbedingt noch die anderen Öhrchen. Ich habe jetzt neulich auch in, ich weiß gar nicht, das war glaube ich auch so ein Kostümshop, habe ich tatsächlich Öhrchen gefunden, aber sauteuer. Da muss ich tatsächlich 2 Monate für sparen, um diese scheiß Ohren zu kaufen. Aber die waren halt so richtig üblichig. Ich brauch bessere Ohren, die man auch besser sieht. Ich brauche unbedingt bessere Öhrchen. Ich versprühe das Bedürfnis zu singen, du hast die Haare schön. Tu dir keinen Zwang an. Was sollte denn die denn kosten? 50 Euro. 50. Klingt zwar so nicht viel, aber Geld habe ich gerade nicht. Weil ja auch Versicherungen und alles bezahlt werden muss und ne. Dann steht ja noch Weihnachten vor der Tür. Halbjahrestag. Der Geburtstag von Frisches, der Geburtstag von meiner Schwester. Nee, da muss ich tatsächlich. Da muss ich sparen, wenn ich die Öhrchen haben möchte. Es sei denn, ich finde noch günstigere. Also, falls ihr irgendwo mal auf Katzenohren oder sowas stoßt. Am besten, wenn sie schwarz-weiß wären. Kann natürlich auch ein bisschen braun mit dran sein. Aber wenn ihr schwarz-weiße Ohren oder nur schwarz oder nur weiß findet, ihr könnt die Links dann auch alle gerne in Discord checken. Ich wäre da sehr dankbar für. Ich bin nämlich echt auf der Suche nach solchen Öhrchen. Damit ich halt auch mehr zum Wechseln habe. Ich habe zwar auch noch andere, die halt auch so sind und die auch anders aussehen, aber die haben so einen richtig ekelhaften Metallbügel, der dann, wenn ich halt das Headset aufhabe, direkt hier hinterm Ohr richtig wehtut. Deswegen kann ich den nicht aufsetzen. Sonst hätte ich auch noch andere Öhrchen. Aber das tut so höllisch weh. Ich brauche die halt mit so einem, ne, mit so einem, dass der Bügel halt so ein bisschen weicher gemacht ist. Dann funktioniert das nämlich auch. Sonst sage ich nämlich nach einer halben Stunde aua, aua. Und das. Die Öhrchen sollen ja auch bequem sein. Wenn ich schon welche trage. Zu Ostern gibt es dann wieder die Hasenohren. Warte mal. Ich habe hier nämlich gerade noch eins. Da gibt es dann diese flauschigen Hasenöhrchen wieder. Nein, Mann, die Feder. Hilfe. Bitte nicht meine. Die gibt es dann wieder zu Ostern. Ich darf da nur nicht zu sehr dran rumwackeln. Die sind nicht gerade von höchster Qualität. Mit Stummelschwänzchen. Nein. Nein, wirklich nicht. Nein. Also das ist sogar mir zu viel. Ich besitze zwar einen Katzenschwanz für Kostüme, also für Fasching. Aber ich pack mir da kein Stummelhasenschwänzchen dran. Vergiss es. Nein. Das. Nein, ich glaube, dann weist mich Frisches in die Anstalt ein. Dann ist das Ding durch. Dann gehe ich einfach mal ganz stark voraus. Oh, schade, ja. Vielleicht wirklich, wirklich mal zu einem Fasching, aber zu Fasching ziehe ich halt eigentlich nicht wirklich Hasekostüme an. Das wäre eigentlich noch nie in den Sinn gekommen. Dann teilen wir uns ein Zimmer. Okay. Dann mache ich das gerne mal. Ich könnte jetzt was sagen, aber es würde sogar für FSK 18 zu weit gehen. Oh Gott, mal sag ich. Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Wenn du das schon so sagst, ne? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Gott, 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 Gott. Das nimmt schon wieder Ausmaße an hier. Das ist nicht feierlich. Das ist echt nicht feierlich.
Taste. Und hier, sie ist ja kleiner Grab. Nein! Ich wollte nicht pullen. Oh, Schatze. Ich wollte eigentlich nur darunter wegen dem Bug ja gesehen habe. Aber okay, gut. So, und ist auch schon wieder weg. Nee, das ist weg. Ah, nee. Okay, ist schon weg. Sehr gut. Hau raus. Iron hält mir sowas auch nicht hinterm Berg. Das stimmt auch wieder. Iron ist da knallhart. Okay. Oh Gott. Will ich's wissen. Oh Scheiße. Masaki, nein. Einfach nein. Nein. Nein, wirklich nicht. Nein. Warte, ich schick's mal in den Discord. Nur nein. 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 Mama, kannst du es dir gern in der Lava-Ecke einmal angucken? Im Stream teile ich das auch nicht. Nein, wirklich nicht. Oh, Scheiße. Immer sag ich, was für Ideen du manchmal kommst, ey. Das ist unglaublich. Sag ich doch! Das geht dann doch etwas. Nein. Ey, aber komm, lustig ist es trotzdem. Lustig ist es trotzdem. Aber... Nein. Ich komme da echt nicht drauf klar. Ja, Niveau... Wir kennen das Wort Niveau schon gar nicht mehr. Es gibt kein Niveau. So, aber das Geld ist, wenn sich das jetzt jemand ohne Kontext anguckt, ne? Der denkt dann auch nur so, was? Einfach nur, was? Oh, wir sind schon lange gesunken. Wir sind schon lange gesunken. Es gibt kein Niveau mehr. Heide, wird's geil. Da ist auch noch einer. Das tue ich dir, ja, das wie die scheiß Gezwingertat, ne. 32 Minuten geht er noch, okay. Das ist gut. Gibt's auch in Pink? Oh, das ist aber toll. Ja, in Pink brauche ich es unbedingt. Wenn du es noch mit Glitzer findest, dann auch. Gut. Nee. Nein. Es gibt so Sachen, die muss man echt nicht haben. Aber ey, wer es mag, gibt bestimmt Leute, die das gerne benutzen. Juhu! Gezwingert hat. Vielleicht auch, dass es im Dunkeln leuchtet. Boah, das stehe ich mir aber echt ein bisschen. Nein. Einfach nur nein. Nein. Nein, das geht zu weit. Das geht echt zu weit. Es muss nicht leuchten. Das sprengt dann doch den Rahmen.
Ja. Ja. Der siehst du richtig, Masaki. Den kann man sich jetzt nämlich auch als Tierchen holen, was da unten rumläuft. Oh. Ich bin immer dankbarer dafür, dass man einstellen kann, dass solche Sachen alles hier für ab 18 ist. Ja. Ja, da hast du recht, Masaki. Da hast du recht. Und ich denke gerne zweideutig, ne? Weil es kommen halt auch so die witzigsten Sachen bei raus, wenn man so, also wirklich so zweideutig denkt und Humor hat davon, dafür. Es gibt ja echt Leute, die haben halt überhaupt keinen Humor. Die sitzen da einfach nur da und gucken dich blöd an, so als hättest du sie immer alle, ne? Und die lachen da auch nicht drüber. Da frage ich dann immer, okay, geht's zum Lachen im Keller? In der richtigen Gruppe ist zweideutig super, ja. Berührung des Gnomenmanns. Grundstein. Nee. Nee, das will ich nicht. Liefert den Ring an den Schatten in Bre. Ah, Mist, ich kann mich nicht porten. Okay. Aber ich glaube, wir sind dann jetzt auch mit der Questreihe durch. Hoffe ich. Dass wir dann endlich die Hügelgräberhöhlen bis auf die den Dungeon da durch haben. Und das Klagen der Winde? Heißt das so? Nee, Klage der Weide. Klage der Weide, das müssen wir auch noch machen. Das ist die eine Instanz. Ich komme ich allein nicht weiter. Apropos, ich habe doch noch... Ja. Ich hab noch Punkte zu verteilen. So, warte mal. Warte. Nee. Wo ist das denn? Da! Ich muss nämlich einmal kurz gucken, wie ich jetzt weiter skille. Oder ob ich nochmal spare. Okay. Gut. Ja. Okay. Jetzt gehe ich erstmal darauf. Hallo Ezio. Wie geht es dir? Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Tag. Na gut, warum ich meine Frau nicht verlassen werde. Dass kein anderer mit mir klarkommt. Es hat auch Vorteile. Frutus fragt mich manchmal auch so. Alter, wie kommst du mit mir klar? Ich so, naja, wir haben den gleichen Humor. Wir haben den gleichen bösen Humor. Das ist echt unglaublich. Mappa, du, das Niveau finden wir nicht. Bis ich dir gerade überlegt, den Schläger erstmal liegen zu lassen, um meinen Schurken zu leveln. Schurke habe ich noch nie gespielt. Musik gespielt. Weiß gar nicht, habe ich in irgendeinem MMO schon mal einen Schurken gespielt? Also aktiv gespielt? Ich glaube, in ESO habe ich mal einen Schurken gespielt. Ich glaube. Sicher bin ich mir da aber nicht.
Wir halten aber geradeaus durch. Nicht, dass sie heimlich Eis schlägt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das tut es nicht mehr. Gucken am liebsten. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe echt nur in ESO bisher aktiv mal so einen Schurken gehabt. Ansonsten wüsste ich es jetzt nicht. Warum? Ich kann jetzt mal alles weg wieder. Ich will auch gleich noch zum Festbaum reisen und mir das da einmal angucken. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe noch nie bei einem Event hier mal mitgemacht. Das sieht jetzt zumindest nicht. Okay. Händlertor. Heiliger von Bree. Ich muss auch noch gucken, ob ich mich dann wirklich hier mal mit den ganzen Rufdingern da beschäftigen will. Wer sind wir denn, was den Ruf angeht? Bree sind wir bekannter. Ich glaube, um Bree brauche ich mich erstmal nicht so großartig kümmern. Könnten wir es auch noch auf die nächste Stufe schaffen. Da ist doch was, was ich. Man merkt, dass Wochenende ist, ey. Was kann ich für euch tun? Gerade nichts. Gerade können sie nichts tun. Ja, des Schattens. Hallöchen. Viel los in so gut, ja. Kann ich mit diesen Dingern machen? Achso, okay. Okay, okay. Juhu! Nächste Stufe. Ich habe eine neue Fähigkeit. Wird der Winter die folgende Bedeutung. Alles wird das langsamer. Bleibt dann stehen. Verringert die Heilungswirkung eurer Gegner. Wir empfangen eine Heilung. Okay, kriege ich, dass ich auch so eine Art Frostzauber, hä? Okay. Menschen von Bree. Ich nehme an, das sind auch so wieder Aufgaben, wo ich meinen Ruf steigern kann. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Hügelgräberschätze. Hier müsste ich den Paket enthalten. Was sagt ihr gerne hätte? Von Bree. Komm, wir nehmen es einfach an. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Yep. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Yep. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Yep. Wir kommen niemals aus Bree raus. Das ist euch hoffentlich bewusst, oder? Eurer Zeit stehlen? Was kann ich für euch tun? So. Als Figur. Okay. Oh Mann. Oh Mann. Ich bin gar nicht da. Tue so, als wäre ich nicht hier. Neue Nachricht. Baumeister. Ihr nehmt meinen Dank an den Brief von Lestin und gebt ihn immer zurück. Soll ich ihn euch jetzt. Warum kriege ich einen Brief geschickt, den ich lesen muss? Um ihn dann wieder zurückzugeben. Okay. Gut. Machen wir. Ist derzeit nicht möglich. Ach, das ist Seradan Zylida. Okay. Kein Problem.
Ich hatte gesagt, man kommt das Spray nicht mehr weg. Ja, ich weiß. Ich weiß. Meinte Vakarius ja aufruhen. Belega. Wir spielen auf Belega. Hallöchen. Ich grüße euch. Ja, ich grüße euch auch. Das war ein toller Auftrag. Ich krieg Post, muss es abgeben und kann da wieder gehen. Nett. Bist du auch bei Wolfpuls? Ja, mit zwei meiner Chars. Einmal mit meinem zweiten Streaming-Char und mit meinem Privat-Char. Mit dem hier bin ich allerdings nicht bei Wolfpuls. Aber mit den ersten zwei. Den einen spiele ich mit meinem Mod-Kollegen Kaya. Immer mal wieder. Und ja, mein Privat-Char, mit dem bin ich gerade am aktivsten. Dem spiele ich dann halt wirklich privat. Komplett. Versuche, auch das Buch der Taten komplett weiter zu machen. Einen guten Tag, werde SIP-Mitglied. Ja, gleichfalls. Gleichfalls. Immer wieder schön, SIP-Mitglieder zu treffen. Und auch zu lesen. Im Discord halte ich mich ja relativ ruhig. Aber, ja. Lese trotzdem fast immer alles. Ich bin halt meistens eher per Handy online dann mal. Zumindest jetzt in den letzten Tagen. Aber heute Abend spiele ich dann auch mal wieder privat. Sofern ich mich nicht dazu durchringe, hier die Bezwingertaten mal fertig zu machen. Ich habe hier schon wieder verlaufen. Bin ich hier eigentlich schon wieder gelandet? Das ist dein Tor. Ah, ich komme hier auch raus, oder? Nee. Nee, schade. Schade, leider nein. Aber hier, danke. Traumdieb, hallo! Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hab mein Valar-Item benutzt. Ah, ich habe heute schon einige gesehen, die das Item hatten. Benutzt haben. Jetzt erstmal hier. Ah, ich bin am Überlegen, reisen wir zum Festbaum? Ich bin echt im Überlegen. So, warte mal. Das soll ich hier so ein bisschen. Oh, viele Schätze. Hm? Okay. Abmoos. Das sind auch wieder Gruppendinger. Wir versuchen es trotzdem. Mehr als sterben können wir ja nicht. Den Titel haben wir ja schon. Warte, Bingo-Abzeichenhändler hier. Ich habe ihn endlich gefunden. Ich habe viele tolle Dinge. Das ist schön. Das freut mich, dass sie viele tolle Dinge im Angebot haben. 448. Kleine Karte, große Karte. Schild des Tänzenden Ponys. Schrift des hellbraunen Schafs. Okay, das kann. Ah! Hm? Was kann ich jetzt mit dem hellbraunen Schaf machen?
Ich höre einen Schaffman, aber... Hui! Zierwerkbegleiter. Ich habe endlich einen Begleiter. Hallo. Hallo. Na du. Hallo. Was ist denn hier auch schon mit deiner Sammlung drin? Das lädt, ey. Ja, Tatsache. Wie geil. Juhu! Haben wir. Dann musst du die Quest von Bingo Boffin machen. Und dann kannst du sie dir hier bei den... Also, der Abzeichen nennt das immer irgendwo anders. Kannst du dir hier die Punkte eintauschen. Tolle Dinge im Angebot. Was ist das hier eigentlich? Bingos getreuer Humpen? Irgendein Requisit. Also das brauche ich jetzt so nicht wirklich. Aber ich will die große Karte einmal haben. Das Schild zum tänzenden Pony brauche ich, glaube ich, nicht. So. Also, wollte ich nicht irgendwie zum Festbaum? War da nicht was? So. Wobei, bevor ich mir das beim Festbaum alles gleich angucke, gehe ich einmal noch mal ganz kurz pinkeln. Inusas, Hallöchen! Schön, dass du reinschaust. Juhu! Jetzt sei nur schon mal gesagt, ich habe noch nie ein Festival hier mitgemacht. Ich weiß also nicht, wie das hier alles funktioniert, ne? Das... Lol, was macht Bingo Boffin hier? Welche Träume hilft Camilla Boffin bei Boffin für die... Was? Herbstfestmedaillen. Gott, ich muss auch hier wieder Quests für den Knilch machen. Okay. Machen wir einfach mal. Mit und findet Bingo. Okay. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Hobbit-Maskenzeichen. Herbstfestmedaillen. Kann ich die Dinger dann auch irgendwo eintauschen? Wenn ich diese Medaillen da gesammelt habe? Dann nehmen wir den Apfeltoast mit dem Weg, sonst muss die Aufgabe neu starten. Okay. Oh Gott. Oh Gott, Spielleiter. Tauschen. Kann ich euch irgendwie helfen? Übers Westmark. Unsere Herbstmedaillen. Bleibt doch und nehmt etwas Tee. Bier trinkt, beeilt euch, die Zeit läuft. Okay. Seid gegrüßt. Mach ich aber alles noch nicht. Tauschhändlerin. Was darf ich an diesem wundervollen Roster Herbstwiesen. 60 Dinger brauche ich dafür. Ach du Heilige, brauche ich eine Ewigkeit. Ach das Scheiße, ich will doch nur noch sein haben. Warum gibt es eigentlich immer so viele coole Sachen? Das ist doch nicht fair. Schrift der braunen Fledermaus. Flattendrachen. Eichendrachens. Oh mein Gott. Ich habe gestern Süßigkeiten von Fußmatten geklaut. Mappa? Bitte was? Schrift des Dachses. Das sind alles Pets, ne? Die schwarze Katze! 40! Wollt ihr mich? Ich will doch nur die schwarze Katze haben. Alter Falter. Kleid mit Geschenkverpackung. Ach du Scheiße. Was ist das? Was ist das? 70. Ach du.
Nett. Münzentausch. Was kann ich für euch tun? Kiste mit festen Münzen. Na dann. Mit Gino Langs. Feind. Okay. Hey ihr! Sprecht mit Lobelia, sag kein Beutlin. Gönn die Dinger da auch noch mit zu? Sind das auch noch diese Festdinger? Oder sind das schon wieder andere Quests? Weiß es nicht so genau. Ihr da, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Nee, das sind auch solche Quests hier. Was macht der Schachtel? Okay. Gut. Ich guck mir das gleich nochmal an. Ich gehe einmal ganz kurz pinkeln. Und dann bin ich gleich wieder da, so in 2-3 Minuten. Bis gleich.